herzlich willkommen hier auf meinem Videoblog. Wie ihr sehen könnt, ich bin nicht im Studio, ich bin im Urlaub. Trotzdem gibt es ein kleines Video von euch. Eigentlich habe ich hier keine Maske, also entschuldigt bitte die Schweißflecken auf dem Hemd und auf der Stirn. Es geht um das Thema Filter. Ich habe einige Zuschriften bekommen, aber auch mir liegt das Thema sehr am Herzen. Und meine Workshop-Teilnehmer wissen, dass ich sie ganz gerne mal mit diesem Thema auch ärgere. Denn wenn die so am Shooten sind, gehe ich mal ganz gerne durch die Reihen durch und kontrolliere zum einen, wer hat die Gegenlichtblende richtig rum drauf oder überhaupt drauf. Und wer hat denn einen UV- oder Skylight-Filter vorne drauf? In meinen Augen Dinge, die die Welt nicht braucht. Viel wichtiger ist, wie gesagt, die Gegenlichtblende richtig rum drauf montieren. Denn es kommt immer so als Argument, das ist nur zum Objektivschutz. Ganz ehrlich, wenn die Gegenlichtblende richtig rum drauf montiert ist, dann ist es vorne ein viel besserer Schutz für die Frontlinse, weil da eben gar nichts rankommen kann. Und wenn ich das Objektiv nur mit dem Filter vorne drauf irgendwo anhaue, da ist halt der Filter kaputt, unwahrscheinlich das Objektiv dezentriert. Deswegen UV-Filter, Skylight-Filter, ihr packt hier einfach eine Glasscheibe vor euer aufwendig optisch konstruiertes System, dass die Bildqualität da nicht unbedingt besser wird, das dürfte, denke ich, jedem einleuchten. Also Dinge, die die Welt nicht braucht, UV-Filter, Skylight-Filter, aber was man immer machen muss, die Gegenlichtblende eben richtig rum montieren. Kommen wir mal zu den Filtern, die im Unterschied dazu unbedingt immer notwendig sind. Ich habe hier eigentlich nur zwei Typen, die ich regelmäßig verwende, denn ich bin der Meinung, ich verwende nur dann Filter, wenn ich einen Effekt nicht in Photoshop kontrollierter erreichen kann. Und ein Filter, den man eigentlich immer braucht, den ich immer dabei habe, ist der Polfilter. Ihr habt hier den Coquin Pure, das ist die Marke, die ich verwende, weil extrem dünn. Das heißt, hier besteht keine Gefahr, dass Randabschattungen im Bild zu sehen sind, weil er ist so flach, selbst mit Ultraweitwinkelobjektiven habe ich hier keine Probleme in der Verwendung. Der Filter wird nicht im Bild zu sehen sein. Wofür brauche ich einen Polfilter? Ich blende euch mal die ersten Bilder ein. Der Effekt kennt jeder. Die Kontraste werden satter und vor allem der Himmel wird viel blauer. Nur das ist ein Effekt, den könnt ihr auch in Photoshop problemlos erreichen. Allerdings hat ein Polfilter noch eine viel, viel wichtigere Funktion, denn er sorgt dafür, dass Spiegelungen aus dem Bild eliminiert werden. Das heißt, in allen Dingen, Gegenständen wie Wasser, wie Spiegel, Schaufensterscheiben und so weiter, Autos, überall da, wo Spiegelungen entstehen können, sorgt der Polfilter dafür, dass diese Spiegelungen verschwinden. Und das seht ihr auch sehr schön in den Beispielbildern. Und das ist eben was, was ich in Photoshop nicht und nur sehr, sehr schwer erreichen kann, hier diese Personen aus dem Schaufenster raus zu retuschieren. Und da schraube ich einfach den Polfilter vorne dran und kann dann hier durch Verdrehen der beiden beweglichen Teile es so einstellen, dass diese Spiegelungen verschwinden. Übrigens, eine Drehung 90 Grad bedeutet immer volle Wirkung oder keine Wirkung hier beim Polfilter. Was ist noch wichtig? Welche Filter sind noch wichtig? Wie gesagt, hier Polfilter einer, weil er einfach eine Wirkung hat, die mit Photoshop nicht erreichbar ist. Und die zweite Gruppe der Filter sind die Graufilter. Da verwende ich die normalen Graufilter und Grauverlaufsfilter. Zu denen kommen wir aber dann gleich. Zunächst mal zu den Graufiltern. Was machen die? Nun, ganz wichtig, die Graufilter sorgen zunächst mal dafür, dass weniger Licht hinten auf meinen Sensor fällt. Könnte ich also dazu verwenden, in der People-Fotografie zum Beispiel, wenn ich blitzen möchte, innerhalb meiner Synchronzeiten trotzdem mit offener Blende fotografieren, wenn es draußen etwas heller ist. Aber ich habe bewusst gesagt, könnte, denn das macht nicht wirklich Spaß, denn wenn ich hier den Filter vor mein Objektiv schraube, wird es im Sucher schattig. Zumindest, wenn ihr eine herkömmliche Spiegelreflex mit einem optischen Sucher habt, wenn ihr wie ich eine Sony mit elektronischem Sucher habe, wird das kompensiert. Trotzdem ist es nur ein Könnte, also ein Konjunktiv. Ganz ehrlich, das ist eine Krücke, die man nicht wirklich verwendet. Denn wenn man nichts sieht durch den Sucher, macht die People-Fotografie auch nicht wirklich Spaß. Aber ich kann es einsetzen, einen Graufilter, wenn ich zum Beispiel mit langen Belichtungszeiten arbeiten möchte. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Hier an der Tage, wo wir einen Ausflug gemacht haben, war natürlich gleich mal das Wetter nicht so toll. Landschaft war toll, aber alles ein bisschen flau. Also habe ich versucht, was kann ich tun, um dem Ganzen etwas mehr Pep zu verleihen. Und das heißt, ich habe einfach eine Langzeitbelichtung gemacht und dadurch werden alle bewegten Objekte, und das ist bei der Landschaft
in der Regel eigentlich nur die Wolken oder eben das Meer, werden diese schön verwischt dargestellt. Und dieser Effekt peppt das Bild so ein bisschen auf und man vergisst ein bisschen, dass die Farben und Kontraste eigentlich nicht ganz das sind, was man sich gewünscht hat vor Ort. Aber so kann man ein Bild eben noch ein bisschen besser aufpeppen. Und durch besonders dichte Filter, ich habe hier also zwei verschiedene, ich habe einmal einen ND1.8 und einmal einen ND3.0. Und mit diesem ND3.0, er ist ungefähr sowas wie ein Schweißerglas, kann ich eben dafür sorgen, dass ich tagsüber auch bei solchem strahlenden Sonnenschein zum Beispiel mit 30 Sekunden belichten kann. Und damit eben solche interessanten Effekte bekommen. Noch interessanter werden die Effekte, wie hier bei dem Bild von dem Leuchtturm, wenn sich eben blauer Himmel und Wolken abwechseln, dann bekommt das Ganze eine besonders schöne Dynamik ins Bild rein. Der zweite Fall, da habe ich kein Beispiel jetzt für euch hier mit dabei, ist zum Beispiel, wenn ich einen belebten Platz leer bekommen möchte. Das habe ich hier in Palma ab und zu am Strand auch mal gewünscht, aber rein fotografisch gesehen kann ich das auch wieder über eine Langzeitbelichtung lösen, denn wenn Menschen über den Platz laufen, reflektieren sie nicht genügend Licht, dass sie sichtbar wären auf dem späteren Bild. Wenn natürlich eine Person stehen bleibt auf dem Bild, ist sie trotzdem noch sichtbar, aber alle anderen Personen, wenn ich so 30 Sekunden belichte, die verschwinden einfach und dann habe ich das Bauwerk oder den Platz eben fast menschenleer, was mir sonst natürlich schwierig gelingt. Der zweite Typ, die Grauverlaufsfilter, das sind Filter, die setze ich auch hauptsächlich in der Landschaftsfotografie ein. Hier verwende ich auch das Coquin-System. Ich denke, die meisten von euch werden es kennen. Besteht aus einem Adapterring, jeweils passend immer für meine verschiedenen Objektive. Das ist eben der große Vorteil bei dem System. Ich kaufe mir nur einen Adapterring passend zu meinem Objektiv und muss nicht einen kompletten Filter kaufen. Also einem Filterhalter, der eben hier in den Ring eingeschoben werden kann und dann eben den Filtern, die ich dann wiederum hier in meinen Filterhalter einsetzen kann. Und Grauverlaufsfilter, wann brauche ich das? Auch hier seht ihr zwei Beispielbilder. Wenn der Helligkeitsunterschied vom unteren Bild, also der Landschaft, im Gegensatz zum Himmel zu groß ist, wenn der Himmel im Gegensatz zur Landschaft zu hell ist, kann sein, jetzt, wie bei dem Beispiel, was ihr gesehen habt, abends späte Sonne, kann aber auch sein, ein wolkenverhangener Himmel, den ihr ein bisschen dramatischer gestalten möchtet. Und das Schöne eben bei dem Coquin-System ist, ich zeige das hier gerade mal vor dem hellen Hintergrund, ich kann die halt in dem Filterhalter verschieben und kann somit sozusagen hier ganz genau steuern, wo verläuft der Horizont, welcher Bildteil soll noch abgedunkelt werden und welcher nicht. Das Ganze gibt es dann je nach Helligkeitsunterschied, den ich kompensieren möchte, in verschiedenen Stärken. Auch die halte ich mal hier für den Hintergrund. Und so könnt ihr wunderbar solche Helligkeitsunterschiede ausgleichen und bekommt eine ausgewogene Belichtung. Fass noch mal ganz kurz zusammen. Urlaub gibt nur ein kurzes Video. Filter, die Welt nicht braucht, UV Skylight. Filter, die man immer dabei haben sollte, Graufilter, Polfilter. Und die Grauverlaufsfilter, da setze ich auf das Coquin-System eben durch diese Möglichkeit, hier den Horizont zu verschieben, würde ich hier Schraubfilter verwenden. Dann hätte ich hier wirklich nur in der Mitte den Horizont sozusagen, wäre gezwungen, das Bild so aufzubauen, dass mein Horizont durch die Mitte läuft, was ich oftmals nicht möchte. Gut, letzter Satz, man kann sich das ganz leicht merken, immer dann, wenn ich einen Effekt in Photoshop nicht kontrolliert erreichen kann. Immer dann muss ich das schon bei der Aufnahme realisieren und immer dann muss ich Filter einsetzen. Und deswegen machen viele andere Filter nicht unbedingt so viel Sinn. Aber diese, die ich jetzt hier gezeigt habe, machen sehr viel Sinn. Wer sich über das Coquin-System noch informieren möchte, ich poste euch noch einen Link unter das Video, könnt ihr euch informieren. Ja, ansonsten genieße ich jetzt noch meinen Urlaub und wünsche euch viel Spaß bei dem, was auch immer ihr tut. Und ja, nächste Woche geht's munter weiter. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Fotokina. Ich bin täglich, also ab Dienstag, auf dem Stand von Sigma anzutreffen. Um 11 Uhr morgens geht's immer los, alle 90 Minuten, 5 Shows am Tag. Wir haben spannende Sachen für euch vorbereitet. Würde mich freuen, wenn ihr mich mal besucht. Ansonsten sehen wir uns dann hier auf meinem Videoblog wieder. Bis dann, ciao.